Meerjungfrauen in Berliner Schwimmhallen? Auf den ersten Blick mag es vielleicht so anmuten, aber diese Theorie verweisen wir gleich wieder ins Reich der Fabeln. Das ist Finswimming oder zu Deutsch Flossenschwimmen, eine Sportart, die Dynamik, Eleganz und Geschwindigkeit verbindet. Flossenschwimmen ist eine Spezialisierung des Schwimmens eigentlich. Man benutzt eine Monoflosse, das heißt, man hat eine große Flosse, wo beide Füße drin stecken und ist dadurch halt eben deutlich schneller im Wasser als ohne Flossen. Was braucht man für die Sportart? Klar, eine Monoflosse und einen Schnorchel. Fertig ist der Finswimmer. Bei langen Distanzen, dem sogenannten Streckentauchen, nimmt man zusätzlich eine Druckluftflasche mit auf die Reise. Die Faszination der Sportart, da sind sich alle einig. Die Geschwindigkeit, also einfach, ja, wie man da durchs Wasser gleitet, so mit dieser Eleganz, so mit der Ästhetik. Und ja, es sieht einfach super aus und es ist einfach verdammt schnell. Finswimming, das ist die schnellste Fortbewegungsart im Wasser, die auf Muskelkraft basiert. Quasi die Formel 1 unter den Schwimmsportarten, auch wenn Flossenschwimmen offiziell zum Tauchen gehört. Geschwindigkeiten um die 12 Stundenkilometer sind hier möglich. Na, man braucht eine sehr gute Beinbewegung und generell sehr gute Beweglichkeit. Man beginnt ja schon in der Bewegung mit den Armen, aber der meiste Druck kommt aus den Beinen, also vor allem Oberschenkel und Unterschenkel. Dehnbarkeit auf jeden Fall. Du musst richtig beweglich sein. Die meisten Schwimmer, die sind ja einfach nur so muskulös und protzig, also halt in den Schultern, und das ist halt ganz was ganz anderes. Viele Sportler kommen aus dem Schwimmsport. Die Wettkampfstrecken liegen auch beim Flossenschwimmen zwischen 50 und 1500 Metern. In Deutschland ist Finswimming noch eher eine Randerscheinung, aber international hat sich die hiesige Szene in den letzten Jahren etabliert. Wir sind auch mittlerweile sehr hoch angesehen international, da zum Beispiel Russland, die Ukraine, Tschechien, die sind sehr versiert im Flossenschwimmen, die haben auch ganz andere Förderungen als wir, aber wir sind auf jeden Fall schon angekommen in der oberen Spitze und auch auf jeden Fall, naja, halt konkurrenzfähig. Ein Beleg ist der Weltmeistertitel der deutschen Männerstaffel vor 2 Jahren. Zurück zum Anfang, steckt jetzt vielleicht doch zumindest ein bisschen mehr Jungfrau in jedem Flossenschwimmer? Diese Frage wird oft gestellt, also die kriege ich eigentlich immer gestellt, wenn ich vom Flossenschwimmen rede. Aber ich persönlich fühle mich eher ein bisschen mehr wie ein Delfin. Also eine Meerjungfrau, die ist halt wichtig, dass sie schön aussieht beim Schwimmen und so weiter. Und wir sind aber schnell. Und Delfine sind schnell oder Wale sind schnell. Und man fühlt sich halt eben, als ob man durchs Wasser fliegen würde. In der Tat erinnert die Bewegung beim Flossenschwimmen eher an einen Delfin als an eine Meerjungfrau. Wobei der Vergleich natürlich auch etwas schwerfällt. Denn so viele Bilder von Meerjungfrauen gibt es ja leider nicht.